Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu A Story About My Uncle. Ich werde hier noch weiter die letzten Geräte suchen, die benötigt werden. An meiner Lieblingsstelle, wo man hier so die vielen Kristalle hat. Hui. Okay. Hey, Yokonail ist ziemlich witzig vom Design her. Ich glaube, das wurde auch als bester Newcomer 3D-Plattformer betitelt. Ein 3D-Plattformspiel, also ein Jump'n'Run im 3D-Format. Genau. Leider wird noch nicht erklärt, wie man irgendwas benutzt. Steuerung ist innovativ. Intuitiv, meine Entschuldigung. Ich weiß, ich soll's nicht mehr verwechseln, Jan. Das macht ihn übrigens wahnsinnig, wenn man intuitiv und in. Was war das andere? Naja, wenn man die auf jeden Fall verwechselt. Genau, innovativ. Scheinbar, dass ich habe vergessen, erst Kristall zu nehmen. Also, Pfosten, Pfosten, Kristall. Pfosten. Ach ja, damit man Schatzkiste öffnet, muss man erst zum komischen Schlange gehen, damit die das einem nochmal erklärt. Solche Sachen liebe ich nicht. Das tut er wirklich nicht. Ha, schon hat das Spiel ein bisschen mehr Sinn. Fred had come this way alone too. Was ich witzig finde gerade an diesem Spiel ist, whatever problems I face now, Fred would have faced them too. And du kannst am Anfang nichts machen, außer rumlaufen und jumpen. So lange bist du es erstmal mit dieser komischen Schlange. Das kann man überspringen übrigens, also. Ach ja, warte, du machst das ja nicht like a Speedrun. Vergessen. Sorry. Nee, ich konnte den X-Move konnte ich erst. Also diesen Drehmove konnte ich erst danach, nachdem ich mit der Schlange gesprochen hatte. Das kannst du überspringen tatsächlich, wenn du ja das wie ein Speedrunner machst, aber du machst das ja nicht wie ein Speedrunner, du machst das ja normally way. Ich mache es zum Genießen. Speedrun mache ich übrigens auch nur noch mittlerweile, wenn ich irgendwie privaten Spiel spiele, wirklich. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt nicht ewig und drei Tage Zeit. So, Leute. Ach was, wenn ich ein Spiel privat für mich spielen möchte, dann lasse ich mir da echt gern, gut und gerne mal viel Zeit, weil ich will ja die Spiele genießen. Aber ich habe so das Gefühl, als würde Sliden und sowas hier noch eine richtig wichtige Rolle später spielen. Würde es auch. Naja, außer du hast den Boss zu schnell gelegt in den nächsten Etappen. Die Bosse. So, jetzt komische Schlange. Bin ich von da gekommen, oder? Moment. Wo bist du, Schlange? Ach, dahin.
Nein, von hier bin ich nicht gekommen. Oh, Alter, ist das ekelhaft. Ah ja, und schon lernen wir wieder ein paar mehr Moves. Mann, war ich dicht an dem Ball jetzt dran. Da hatte ich wohl keine Wahl mehr. Oh Gott. Gamerwood, verhindert bitte sowas in naher Zukunft, bitte. Mach eine Flachwitzpolizei, wenn es sein muss. Wobei, oh, ja. Er macht ja auch nicht bessere Witze in den Augenblick dann. Sollte das gerade eben eine Anspielung sein auf meine Flachwitze in den Parts? Nein, wie kommst du denn darauf? Die sind doch alle so super. Das ist echt ein Wall, ne? Das sagt ihn jetzt aber keiner. Das ist nicht lustig, was er sagt. Ist was? It was dark all around me, but there was a light at the end of the tunnel. Und ich hab's wieder nicht geschafft, Leute. Mir fehlt wieder ein Gerät, Leute. Es tut mir leid. Ich werde dann nochmal nachgucken, wo da das letzte Gerät geblieben ist, was ich übersehen habe. Es kann auch sein, dass es einfach jetzt... Obwohl, warte mal. Ne, da hinten ist ja der Onkel, das steht fest. Ich hab hier irgendwo ein Gerät vergessen. Das steht fest. Tja, Leute. Das ist jetzt blöd gelaufen, leider. Na gut. Ja, und da habt ihr gesehen, da ist auch schon der Onkel. Ja, dann tut mir leid, Leute. Dann breche ich das hier ab. Ich werde jetzt nicht nochmal spielen bis dahin. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall eins noch versuchen. Und zwar, ja, um den Part quasi wieder auf eine gewisse Länge zu bringen, mache ich wieder ein extra Ding, Zeitstrecke. Und werde mal eben Abgründe machen. In der Hoffnung, dass es relativ schnell geht. Weil es ja doch relativ dunkel ist und... Oh, ich weiß ja nicht, ob das Viech auch da ist. Wenn das Viech da ist, muss ich abbrechen, Leute, weil... Das könnte jetzt zeitintensiv werden sonst. Und ich kann später erst noch mehr aufnehmen. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich muss noch so oder so 4 Parts aufnehmen, Leute, also freut euch. Ich werde das Gerät noch in dieser Aufnahmesession finden. Das ist in der Zeit, wie ich beim Gamerwood bin, Leute. Gamerwood? Mhm. Kommst du bei, jetzt wollte ich Ukulele Express sagen, Yukus Island, nee, was? Ah, warte. Yukus Lane. Genau, kommst du da gut voran? Oh, das geht eigentlich relativ easy. Na, Danny. Antenne. Ne? Okay, Leute, ihr bestaunt den schönen Ladebildschirm erstmal.
sprach er, als er merkte, dass es sich voranruckelte. Weiß nicht, ob ich das Spiel austricksen kann. Nein, kann ich nicht. Der hat das schon schlau programmiert, derjenige. BZW kodiert. Ach, hier ist er frei für die Info. Okay. Hey Freund, hier drüben. Hallo, Mr. Schlange. Oh Gott, er redet mit Schlangen. Merkt ihr was? Er ist ein Slytherin. Da oben ist eine komische Buchseite mit Gesicht. Die brauchst du auch für 100%, wenn du 100% machst. Hi Maddie, tschüss Maddie. Mal sehen, wie schnell ich wirklich hier durchkomme. Das schaut nicht gut aus, oder? Doch, doch, doch. Doch, doch, das sieht doch gut aus. Hey, ich bearbeite meine Antwort nochmal zu dieser Schlange. Sie ist nicht mein Freund. Weil? Sie hat mich bis ins tiefste Mark beleidigt. Wieso, was hat sie denn gesagt? Du bist schlecht oder sowas in der Richtung? Alter, ich verkacke gerade jeden Sprung. Ich bin eigentlich schlecht gerade. Ja, hat gerade eben versucht, mich anzustacheln, indem sie gesagt hat, du kommst nicht mal da oben an die komische glitzernde Seite ran. Ach so. Diese Helden heutzutage, ja genau. Ich bin auch Superman und hab den größten Jump ever. Hast du auch? Ich spring auf goldene Statuen mit einem einzigsten Sprung. Ja, ist doch so. Ey, warum? Leute. Was ist denn hier bitte schön verkehrt? Och, leco mio, puchas muchachos. Da verliere ich an Tempo. Und da schon wieder, die Schlange möchte noch, dass ich hier wehtue heute. Schlange hat das Claptrap-Syndrom, glaube ich. Da gibt es auch ein Fangame, Leute. Da kann man Claptraps erlegen. Man spielt übrigens eine nicht offiziell existente Tochter von Flint. BZW kann man auch spielen, soweit ich weiß. Na toll, jetzt schaffe ich den Sprung nach irgendwie gefühlt 20 Anläufen erst. Ich sagte solcher Leute, das Spiel ist nicht so ganz auf meiner Seite. Aber beim Gamer wurde das Spiel, das meckert ihn auch gerade an, wie wir ja mitgekriegt haben. Nett? Mhm. Und schon wieder geht die Schlange mir auf die Nüsse mit demselben Spruch. Soll ich mal was Neues einfallen lassen? Vielleicht kennt sie nur den einen Spruch. Psst. Psst, listen. Aber bitte sehr, liebe Schlange, da habe ich deine Seite. Jan, ich weise nur darauf hin, ne? Navi aus The Legend of Zelda. Psst, listen. Ich bin eine Page. Ich lebe im allmächtigen Einbuch.
Aha. Und du bist ein Gamerwood und lebst in der Welt. Der Gamer. Kapitel B wurde gestohlen. Wenn Kapitel B die darin enthaltene Macht entfesselt kann sein, druckte viermal die Geschichte des Universums neu schreibt. Ja, schön. Später erfährt man übrigens, dass die irrelevant wäre. Glaube ich sogar. Okay, Leute, das Viech ist doch da und dadurch kriege ich echt so eine richtig miese Zeit. Aber man muss in einer Minute hier sein, Leute. Nur mal so festhalten. Sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nochmal für alle, die es nicht glauben, dass es mindestens 20 Sekunden dauert, ne? Da habt ihr jetzt den visuellen Zeitbeweis. Ach ja, gut, aber jetzt würde ich sagen, kümmere ich mich erstmal darum, mir noch einzubringen, wo der letzte Seismograf schieß mich tot Ding ist. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus, haut rein und ciao!